Wie ein Seetag auf Queen Mary 2 aussieht, das zeige ich euch heute in diesem Video. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von The Cruise Wives, meiner Instagram-Seite, rund um das Thema Schiffe, Fähren und vor allem den Kreuzfahrten. Wir beginnen sehr früh am Morgen. Ich bin um 6 Uhr morgens schon aufgestanden, um einen Schiffsrundgang für euch zu drehen, den ihr ja vielleicht sogar schon gesehen habt. Das hat schon über eine Stunde gedauert und dann ging es ins King's Court Restaurant zum Frühstück. Schöne Auswahl. Dann bin ich erstmal zurück auf die Kabine gegangen und habe die Wellen genossen, die schon durchaus eine gewisse Höhe hatten. Man kann das hier ganz gut an dem anderen Schiff erkennen. Noch ganz ruhig, aber doch nicht zu unterschätzen, der Seegang. Aber ich kann ja so viel schon mal vorausnehmen, ihr habt es auch im Titel gesehen, das wird noch deutlich mehr im Laufe des Tages. Nichtsdestotrotz war der Wind um diese Uhrzeit schon extrem. Also beim Rundgang hatte ich Probleme, geradeaus zu laufen, vorwärts zu laufen, weil der Wind mich wieder zurückgeweht hat. An einer Stelle habe ich mich tatsächlich nicht mehr getraut, eine Treppe runterzulaufen, weil der Wind von hinten so stark war, dass ich auf der nassen Treppe hätte ausrutschen können. Hier jetzt ein ganz besonderes Ritual auf der Queen Mary 2 um 12 Uhr mittags. Jeden Tag um 12 Uhr kann man auf der Queen Mary 2 das Nebelhorn hören. Das leitet die Durchsage des Kapitäns ein. Good afternoon, ladies and gentlemen. Here's the captain. It's traditional at midday for us to bring an update on our progress as we travel around the world. So, just gone noon. This is the time to do that. So, we got clear of the Elbe River and disembarked our river pilots just before 2 o'clock this morning, having had our 80-mile transit down the Elbe River. Für mich ging es dann aber ganz schnell zum The Veranda, dem Zuzahlrestaurant, dem Spezialitätenrestaurant, denn ich hatte mir für 12 Uhr dort einen Tisch reserviert. Es gab zunächst ein sehr geniales Brioche-Brot, ein spezielles, nur einem Brioche-Brot ähnlichem Brot, dann eine Muschelsuppe. Dann kam plötzlich die Sonne raus und sogar ein Regenbogen zu sehen. Dann ein Steak, sah auf den ersten Blick gar nicht so überwältigend aus, war aber genial. Und ein Nachtisch, der sah so lecker aus, ich habe vergessen, einen Film zu filmen, bevor ich angefangen habe zu essen. Als ich dann fertig war mit dem Essen, hat sich das Wetter auch schon längst wieder geändert. Nur als Information noch, ich habe $25 Aufpreis bezahlt, um im The Veranda zu essen. Das war es auch absolut wert. Also ihr seht hier schon, die Wellen haben sich nochmal deutlich verändert, sind jetzt deutlich höher. Es wirkt auf dem Video vielleicht immer ein bisschen weniger, weil das Schiff einfach so gewaltig groß ist, dass man das gar nicht so einschätzen kann. Aber das werden jetzt hier schon so 6 bis 7 Meter hohe Wellen sein. Das habe ich noch versucht von draußen anzuschauen, aber es war schon wirklich anstrengend, gegen den Wind überhaupt hier draußen zu stehen zu bleiben. Ihr seht auch schon, dieser vordere Außenbereich wurde inzwischen schon wegen des starken Windes gesperrt, weil man dort vorne einfach wirklich nicht mehr stehen kann. Die Außendecks waren aber geöffnet und dann konnte man noch in der Runde versuchen, draußen rumzulaufen. Das haben auch noch einige gemacht, aber es war wirklich schon mit Anstrengungen verbunden. Ja, und dann zum Nachmittag hin kam dann die Durchsage, dass sämtliche Außendecks aufgrund des immer stärker werdenden Windes komplett gesperrt werden. Inzwischen hatten wir dann Windstärke 10, meiner Schätzung nach 9 bis 10 Meter hohe Wellen. Und schon am Morgen hatten wir Winde von ca. 60 km/h, das waren jetzt nochmal deutlich mehr, also damit ihr mal so einen Eindruck habt. Man kann aber vom Fernseher aus zum Beispiel über eine Kamera schauen, wo das Schiff hinfährt, da sieht man auch im Fernseher die starken Wellen. Und hier seht ihr es, Außendeck gesperrt.
Also bin ich dann in den Commodore Club gegangen. Die Lounge mit dem Blick nach vorne raus. Die war dann natürlich besonders beliebt, hochfrequentiert. Und hier könnt ihr es jetzt an den Wellen, glaube ich, wirklich gut sehen, dass da wirklich ein extremer Wind war. So sehen keine Wellen aus, wenn ein laues Lüftchen weht, sondern das ist ein handfester Sturm. Hier kann man es, glaube ich, auch noch ganz gut erahnen. Wie gesagt, die Wellen waren größer, als sie hier auf dem Video wirken, weil man natürlich, wenn man nicht auf dem Schiff ist, die Größe des Bugs schlecht einschätzen kann. Wenn man aber das Größenverhältnis Bug zu Wellen kennt, dann weiß man, das sind keine kleinen Wellen hier. Und das ist das, was mich hier wahnsinnig fasziniert hat an diesem Schiff. Achtet mal auf den Horizont. Ich bin hier ganz vorne, ganz oben. Das ist einer der bewegungsanfälligsten Bereiche eines Schiffes. Und ihr seht den Horizont. Minimale Veränderung, ja, minimal hoch und runter. Aber dieses Schiff liegt so perfekt im Wasser. Also selbst bei so einer Windstärke, wenn alle Außendecks gesperrt werden müssen. Ich habe auf Facebook gesehen, ein Schiff einer anderen Reederei ist gar nicht mehr ausgelaufen bei dem Wetter. Und auch andere Schiffe hatten Verspätung, mussten langsamer fahren. Wir sind mit normaler Geschwindigkeit gefahren und das Schiff hat sich kaum bewegt. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt beeindruckend und man sieht eben, dass dieses Schiff wirklich darauf ausgelegt wurde, bei solchem Wetter zu fahren. Ich habe dann im Commodore Club ein bisschen die Wellen beobachtet. Das ist ja wirklich interessant. Sieht man nicht alle Tage so einen Sturm. Und das macht durchaus Spaß, das mal zu beobachten. Aber auch vom Kabinenfenster, gerade wenn man auf Deck 2 ist, ist es natürlich besonders beeindruckend, hier die Wellen zu beobachten. Und hier kann man auch, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass das keine 2 Meter Wellen sind, sondern dass das doch ein bisschen mehr ist. Hier, das finde ich auch beeindruckend, hier sieht man das an dem anderen Schiff, das auch nicht klein ist. Da kommt der komplette Bug aus dem Wasser. Da seht ihr, wie dieses Schiff sich hier bei dem Seegang bewegt. Und achtet wieder auf den Horizont, Deck 2 in der Mitte, keine Bewegung. Also das andere Schiff dermaßen am Schaukeln und wir liegen komplett ruhig im Wasser. Hier auch nochmal der Beweis, Windforce 10, Stormforce, Sea State very rough, also Windstärke 10, See, das Meer sehr wild. Ich habe dann erstmal von meiner Kabine aus Wellen beobachtet. Ich wollte immer nur mal kurz rausgucken, hatte so die Hoffnung, man kommt eine Welle bis zur Fensterscheibe hoch, das haben sie aber nicht ganz geschafft. Dann war das Gala-Abendessen, auch da alle perfekt angezogen, leckeres Essen. Also es ist kein Gala-Dinner, sondern ein Gala-Abend, es geht einfach um die Kleidung. Und dann habe ich das Abendprogramm genossen und hier seht ihr mal einen Eindruck davon. Then I guess she had to crash. Then you know the help that bash should hate. And of course, we have music in all our venues, in the Commodore Club, in the chart room with the Jazz Club. Ladies and gentlemen, whatever you choose to do this evening, please have a good one. Good night. God bless. Thank you very much. Das war der Seetag an Bord der Queen Mary 2. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und seid vielleicht auch ein bisschen beeindruckt von dem Schiff, so wie ich das bin. Und es gibt natürlich noch einen dritten Tag und das ist das nächste Video. Wann das kommt, seht ihr hier. Hier seht ihr auch, von wem die Musik stammt. Ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.